heute ein Werk von Martin Kippenberger vorstellen, dem Enfant terrible der 1980er Jahre. Martin Kippenberger war wie Andy Warhol oder auch Joseph Beuys seiner Zeit voraus. Alle haben sie die Grenzen der Kunst gesprengt und bei Kippenberger könnte man sagen, er hat sie sogar eingerissen. Und somit gilt er als einer der bedeutendsten Vertreter der 1980er Jahre. Martin Kippenberger war ein Querulant. Er hat immer provoziert. Er hat seinem Gegenüber den Spiegel vorgehalten und hat die Kunstwelt ironisch kommentiert. Dass sein Werk durchzogen ist von Humor und von Zynismus, das zeigt sich auch in der Arbeit, die ich Ihnen heute vorstellen will. Dieses vierteilige Werk aus dem Jahr 1981. Besonders zeigt sich das hier auf diesem Gemälde, das einen Toilettenstuhl darstellt, mit dem Titel Reserviert für Oma. Des Weiteren haben wir einen Finger, der auf einen Knopf zeigt. Wir haben hier eine Maske und wir sehen hier auch ein Haus mit dem Titel Erster Schnee im Schwarzwald. Es ist ganz schön zu sehen, dass der Schnee nicht aufgemalt ist. Es sind Klebepunkte, die er hier aufgebracht hat. Dies verweist auf das kleine Örtchen St. Georgen im Schwarzwald, wo die Sammlung Kresslin beheimatet ist, die Martin Kippenberger sehr stark unterstützt hat. Und dort hat Martin Kippenberger auch sehr viele seiner Werke geschaffen. Das gesamte Werk trägt den Titel Serie Hans Jesus M. Und dies ist eine humorvolle Hommage an einen Kunsthändler und Kurator, an Hans-Jürgen Müller. Hans-Jürgen Müller hat viele Sammlungen aufgebaut und er hat eine wegweisende Ausstellung kuratiert im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Und zwar die Ausstellung Tiefe Blicke. Das war eine Überblicksausstellung, die Kunst der 1980er Jahre im deutschsprachigen Raum versammelt hat. Viele wichtige Positionen waren dort zu sehen, vor allem auch Wegbegleiter von Martin Kippenberger, wie zum Beispiel Albert Oehlen, Georg Herold, Werner Büttner. Das Werk ist hier auch abgebildet und das Werk war in weiteren Ausstellungen, hat somit eine sehr schöne Ausstellungshistorie. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir diese wunderbare Arbeit am 5. Juni in unserem Evening Sale anbieten können, denn das Werk markiert eine sehr wichtige Werkphase des Künstlers. Ich hoffe, dass Sie bei unserer Auktion dabei sind und auch bei unserer Preview. Vielen Dank.